Batchmaster, du bist durch und herzlich willkommen zu einem neuen Video für mich. Und in diesem Video zeigen wir die neue Call of Duty Modern Warfare 3 Beta. Freunde, ich habe sie live auf twitch.tv/catchmys, gerne reinfolgen, habe ich live gezockt am ersten Tag und es hat einfach nur Bock gemacht. Kuss und Grüße gehen raus an Babyface Dan. Er hat mir seinen Account geliehen und nur wegen diesem Ehrenmann konnte ich früh zocken und hatte einen geilen Stream mit euch. Werdet ihn auf jeden Fall alle auf PlayStation, denn er hat richtig Bock mit euch zu zocken. Freunde, ich würde mal sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit meinem ersten Eindruck in der Modern Warfare 3 Beta. Wird gestartet, Freunde, Call of Duty Modern Warfare 3 Open Beta, let's fucking go. Also wir können Moshpit spielen und Boden, wir gehen einfach rein, scheiß drauf. Ich schaue mir nichts an, sofort reingehen, erste Runde des Tages, let's go. Map Voting ist wieder zurück, let's go. Estate oder Favela? Und ich finde das so geil, die haben wieder diesen Modus gemacht, dass es so am Anfang grau ist. Die Farben kommen danach später rein. Alright, erste Runde des Tages, erstes Mal. 3, 2, 1, go. Es fühlt sich halt sehr komisch an mit Controller. Erster Eindruck, sehr farbenfroh. Nein, ich muss den ersten Kill machen. Ich darf nicht sterben. Nein. Ich darf nicht sterben. Ich darf nicht sterben. Oh nein, mein Aim. Erster Kill, nicht gestorben. Wichtig und fucking richtig. Easy. Digga, sind die Gegner Bots oder so? Digga, was sind das für Bots? What the fuck? Also, Movement kann... Easy. Das Movement ist auf jeden Fall geil, schneller, fühlt sich ein bisschen an wie X-Defiant. Aber... Wie hat er mich bitte geholt? What the fuck? Das Problem ist halt, ich spiele auf dem Controller und deswegen ist halt ein bisschen ungewohnt für mich. Okay. Da hat Auto eben kurz reingehauen. Keine Kills. Man sieht immer noch keine Kills im Team Deathmatch. Ich könnte kotzen. Es fühlt sich so anders wie... Den ersten Camper eliminiert. Let's go. Boah, die Steps hört man auch ziemlich laut. Und man sieht überall Rotpunktvisiere, Leute. Man sieht sie. Gut, hier ist so ein Gartenhaus. Einfach Harry Potter. Let's go. Nein. Oh, schöner Kill. Schöner, wichtiger Kill. Oh, nein. Oh mein Gott, wie? Die schlucken so viel. Das ist so krass. Wir haben verloren. Erste Runde des Tages. Wir haben verloren. Dafür haben wir 17 Kills. Erster Platz. GG's. Boah, aber es ist strong. Es fühlt sich gut an. Ich spiele nur auf dem Controller und es fühlt sich trotzdem geil an. Abschussserien. Moskitodrohne. Bodenluftgeschütz. Wächter. Oh mein Gott. Es sieht einfach aus wie meine Klimaanlage. Ich glaub's nicht. Konterdrohne. Aerosol-Luftschlag, Fernlenkgeschütz und Juggernaut-Aufklärung. Boah, das sieht krass aus. Aber nur 8 Kills. Wir haben gestern, falls ihr beim Event dabei wart, ich habe gestern gesagt, vielleicht gibt es 2 verschiedene Juggernauts. Was, wenn das hier der Fall ist? Das ist der kleine Juggernaut und dann gibt es noch den krassen für 17 Kills. Und man kann Punkte aktivieren. Punkte-Serien oder Kills. Und das Haus, es sieht geil aus und so, aber wie gesagt, für Multiplayer ist es viel zu viel. Oh, easy. Oh, Baby. Oh mein Gott, das sind zu viele. Also wirklich vom Gun-Feeling her, von den Kills, wie es klingt und so, richtig geil. Easy. Ah, du, Theo, oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Ich bin einfach eingeschissen. Und die Namen sind diesmal voll klein, oder, Chat? Merkt ihr es auch? Wenn ihr die Namen aktiviert habt... Digga, wohin? Na, erste Drohne, let's go. Nice. Bist du in der B-Zone drin? Ja, bin ich. Da, ja. Oh nein. Ich dachte, ich wollte gerade sagen. Da sind 2. Guck mal, Chat, ich konnte ihn gerade nur holen, weil ich weiß, wo er ist, weil ich auf der Karte geschaut habe. Davor habe ich nie auf die Karte geschaut, weil die Rotpunktvisiere nie da waren. Aber jetzt kann man wirklich wie nach links oben schauen. Okay, es sieht wieder ein bisschen sehr groß aus. Ja, weiß ich nicht. Boah, das sieht schön aus. Guckt es euch an, wie schön es aussieht. Wow. Ah, nee, die Map fühle ich gar nicht. Nee, Mann. Nee, fühle ich nicht. Man läuft, man kann auf die Dächer gehen. Das ist auch wie so eine zweite Ebene. Nee, fühle ich nicht. Viel zu groß. Jetzt merkt man, Skill ist Matchmaking. Ist am Start. Let's go. Dieses Teil fuckt mich so ab, diese Scheiße, Mann. Guckt es euch an. Ist das kacke. Also die Map fühle ich gar nicht. Die Map gebe ich so eine 2 von 10. Das einzig Coole ist, dass es halt gut aussieht, aber sie ist viel zu groß, viel zu viele Winkel, viel zu viele Häuser, wo man campen kann. Die ist Arsch. Okay, das war eine peinliche Runde. 12 zu 22. Das war richtig peinlich. Okay, also Sturmgewehre. Wir können die zwar 545 ausprobieren. Probiere ich mal aus. Mit den Skins. Das sieht geil aus. Okay, wir nehmen blau wegen PlayStation. Let's go. Die sieht schon ziemlich geil aus. Kriegt ihr, by the way, wenn ihr vorbestellt, glaube ich. Oh, das fühlt sich so gut. Oh, man hört die Steps so gut. Das ist gar nicht passiert, es hat gerade umgeleckt. Weiter geht's. Rechts. Noch einer. Let's go. Einer ist oben, glaube ich. Einer muss oben sein.
Drohne raus, Drohne raus. Digga, wo aim ich hin? Ich aim nach Gran Canaria. Let's go, Mann. Mega cool. Movement ist cool. Nur die Maps sind halt richtig Arsch. Digga, du bist so ein Noob. Du Noob, du warst so gut dabei. Let's go. Das ist die Ecke vom Trailer. Das ist der Clip vom Trailer, wie er hier steht. Diese Scheiße, Alter. Hey, wie schluckt das bitte? Ist das kacke. Ja, also kleiner Tipp, Freunde. Zockt nicht die Waffe, die ihr bekommt, wenn ihr vorbestellt. Die ist komplett Arsch. Oh ja, die ist tausendmal besser. Drohne raus, let's go. Also wir versuchen auf jeden Fall hier eine hohe Streak zu erreichen. Ich habe den Jogger noch dabei. Wir brauchen dafür 800 Punkte. Da kann man durchschießen. Hä? Oh. Double, wichtig, richtig. Drohne raus. Oh, also jetzt geht's ab. Oh, Baby. Let's go! Wir haben den Juggernaut! Let's go! Wir haben die Streak! Wir haben die Streak! Wir haben die höchste Streak, ja, die wir erreichen können! Let's fucking go! Wir haben's, Chat! Digga, jetzt dreh ich auf! Jetzt dreh ich auf! Nein, die Runde ist gleich zu Ende! Wir haben die höchste Streak erreicht und die Runde ist zu Ende gegangen! Digga, wie er da campt, ehrenlos! Aber ey, ich find's immer noch krass, die Beta läuft butterweich! Keine Verbindungsabbrüche, nichts. Das ist richtig strong. Aber man merkt, je länger ich spiele, desto besser werde ich warm mit dem Controller. Ich hätte wirklich, ich hätte mich vorher aufwärmen müssen. Ich hätte vielleicht Cold War zocken. Ich habe das einzige COD, was ich auf der Playsee habe, ist Cold War. Das hätte ich spielen müssen. Die fliegt nur geradeaus, muss ich wissen. Muss ich mir vorstellen, immer nur geradeaus. Alright. Und nach etlichen Stunden, die ich in Call of Duty Modern Warfare 3 Beta verbracht habe, kam ich zu einem ausführlichen Statement, wie ich die Beta finde. Holt euch Popcorn, holt euch einen Drink, denn ich rede sehr viel darüber und es ist wirklich wichtig, dass ihr es versteht. Beta geil, Map scheiße. Ist so mein Statement, würde ich sagen. Okay, was haben wir geschafft? In dieser Beta am ersten Tag bemerkt, dass die Waffe Arsch ist. Die ist cool, die Bombendrohne ist geil. Kampfwut ist, finde ich irgendwie komisch, weil irgendwie halt es mich nicht. Weiß nicht, ich muss noch schauen. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das hier ist. Das hier ist ziemlich cool. Die Streaks auch cool. Wir haben diesen Typen hier, diesen Jogger erreicht, aber wir konnten ihn nicht benutzen. Operator gibt's geil. Da gibt's den Warden hier, richtig geile Skins. Kriegt ihr nur, wenn ihr Vault Edition bestellt. Sonst, also wenn ihr 70 Euro zahlt, gebt euch COD nicht so einen geilen Skin. Achtung, nicht so einen. Nee, die geben euch dann so einen Skin. Meine Damen und Herren, Lisa23. Auf jeden Fall, Leute, das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like, ein Abo da. Schaut gerne bei Twitch vorbei, damit ihr nicht solche coolen Momente verpasst. Live auf twitch.tv/catchmyass. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the ride, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me.